Ja, mein Name ist Paul Decker. Ich bin der sogenannte Werthausmeister hier in Barmen. Dreimal die Woche bin ich hier für 3 bis 4 Stunden. Und normalerweise, ich gehe dann immer nur auf und ab und gucke mich so um, ne? Was ich so sehe, ob irgendwelche Defekte auf dem Gehweg sind, sagen wir mal, ist akut und könnte irgendwas passieren, dann mache ich das. Ja? Ansonsten bin ich Ansprechpartner hier für die Passanten, für die Kunden hier auf dem Werth. Seit Juni 2013 ist Paul Decker bei der Immobilienstandortgemeinschaft Barmen-Werth als City-Hausmeister beschäftigt. Zusammen mit der ISG wurden unter anderem die Stromkästen auf dem Werth verschönert und im November erstmalig ein Martinszug veranstaltet, an dem rund 1000 Menschen teilnahmen. Hinter seinem Engagement steckt zum größten Teil eine persönliche Motivation. Erstmal bin ich Wuppertaler, das ist Punkt 1. Dann wohne ich seit über 40 Jahren in Barmen. Das verbindet einen auch mit dem Stadtteil. Mir tut diese Beschäftigung gut, körperlich und auch geistig. Ne? Man hat immer Gesprächspartner. Die Themen sind manchmal sehr banal, aber macht ja nichts. Erzählen wir uns mal ein Witzchen und dann geht es weiter. Während der Weihnachtszeit übernimmt Paul Decker noch eine weitere Rolle in Barmen. Nachmittag schlüpft er in seinen roten Mantel und macht auch für die kleinen Wuppertaler den Weihnachtsmarkt zu einem Erlebnis. Dezember ist jetzt mein Ampelmonat. Dann wechsle ich von grün, 14, 15 Uhr, von grün auf rot. Mittlerweile, ich weiß nicht wie viel, ich glaube es sind 18 Jahre. So lange mache ich das schon in jedem Dezember. Am 1. Dezember fange ich an und macht mir sehr viel Freude, weil Kinder ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Die freuen sich über sowas. Ne? Weil die Freude bei den Erwachsenen ist ja mittlerweile so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil sie alle Stress haben. Stress und alle sind eilig und so weiter und so fort. Und dann kommt Hektik auf. Und wenn Hektik aufkommt, dann werden sie manchmal schon ein bisschen unfreundlich. Kann bei Kindern nicht passieren. Deshalb halte ich mich lieber bei den Kindern auf. Bis Ende Dezember ist der City-Hausmeister noch als Weihnachtsmann zu sehen. Ein Grund mehr, mit der Familie über den Barmer Weihnachtsmarkt zu schlendern und Paul Decker in Aktion zu erleben.